Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar mache ich heute mal ein kleines Trick-Video, Tipp-Video, wie ihr, wenn ihr wie bei uns hier bei eurem Vinylbelag oder Laminatbelag eben das Problem habt, dass beispielsweise sich der Boden an einer Stelle ein bisschen auseinandergeschoben hat quasi. Das ist was ganz Normales, kann immer wieder vorkommen. Wir haben hier bei uns im der Küche, wo wir uns befinden, einen zusammenhängenden Raum mit dem Wohn- und Esszimmer, also eine sehr große Fläche. Und wir haben darauf einen schwimmenden Vinylboden verlegt, der praktisch die Dämmung unten schon fest mit dran hatte, also die Dämmschicht. Genau. Und da ist es so, dass natürlich durch die Fußbodenheizung, durch Kalt- und Warmwechsel immer mal es passieren kann, dass quasi sich hier so Fugen bilden. Am Rand ist genug Abstand gelassen. Wir haben jetzt auch hier das Problem, in Anführungsstrichen, dass hier auch die Küche nach Verlegen des Bodens natürlich montiert wurde und Gewicht drauf kam. Genau, aber es ist überhaupt kein Problem. Diese Stellen kann man doch, auch wenn sie sich zum Beispiel mitten im Raum befinden, relativ einfach schließen. Und wir haben jetzt hier einmal den Abschluss von unserer Küche und hier ist eben die Fuge oder die Bretter, die wir verschließen wollen. Wir brauchen dafür eigentlich gar nicht viel. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, sowas zu verschließen. Möglichkeit Nummer 1 ist, man nimmt hier unten die Leiste weg, schneidet mit einer Säge unten einen Schlitz rein und geht dann einfach mit einem Zugeisen hin, klopft das Ganze zusammen, fertig. Funktioniert hier am Rand wunderbar, aber problematisch wird es, wenn man beispielsweise die Fuge mitten im Raum hat. Da ist es dann nicht so einfach, weil man einfach sonst die komplette Bretterreihe klopfen müsste und das ist so gut wie nicht möglich. Möglichkeit Nummer 2 ist, es gibt Saugnäpfe, die man auch von Fensterscheiben beispielsweise kennt, wo man Fensterscheiben transportiert. Die gibt es mittlerweile auch extra für den Fußbodenbereich, die man dann quasi hier auf das Brett auflegt. Die bilden dann ein Vakuum, saugen sich an und die haben dann auch hinten schon eine Stelle, wo man mit dem Hammer dagegen schlagen kann. Und damit kann man das Brett natürlich auch ganz einfach wieder zusammenklopfen. Ist aber auch fraglich, geht natürlich auch nur, wenn der Vinyl oder der Laminatboden nicht strukturiert oder nur ganz leicht strukturiert ist, da sonst eben sich kein Vakuum bilden kann. Wir machen jetzt aber mal die einfachste Methode, die zu Hause jeder ohne große Hilfsmittel oder ohne große Anschaffungen nachmachen kann. Dazu braucht ihr einfach ein Stück Holz. Ich habe jetzt hier vom Verlegen noch so ein Schlagholz, Klopfholz eben, das unten eine glatte Fläche hat. Ihr braucht einen Hammer, entweder so einen normalen Hammer oder einen Gummihammer. Ihr braucht einmal einen Staubsauger und das Wichtigste, ihr braucht hier einmal ein sehr, sehr klebestarkes, doppelseitiges Klebeband. Ich habe jetzt hier eines von 3M mir bei Amazon bestellt. Das verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Ich habe das sowieso gebraucht und ja, werde es jetzt mal noch kurz zweckentfremden hier für dieses Vorhaben. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Und ihr braucht noch eine Schere, um das Klebeband abzuschneiden. Und alles, was wir jetzt machen im ersten Schritt, ist eigentlich erstmal nur, wir saugen uns einmal hier diese Fuge aus, damit hier kein Staub mehr drin ist. So, das war's schon. Und jetzt nehmt ihr euch hier dieses doppelseitige Klebeband, das ist so ein, wie gesagt, so ein Montageband. Ist hier unten auch schwarz, keine Angst, das lässt sich auch von Vinyl wieder wunderbar lösen. Dann macht ihr euch hier einfach mal einen Streifen drauf. Drückt das schön an. Jetzt kommt die bescheuertste Arbeit, und zwar das doppelseitige Klebeband hier zu lösen. Das ist bei diesem Band gar nicht so einfach, weil das wirklich sehr, sehr gut klebt, aber aber wir haben es schon geschafft. Dann zieht ihr einmal die obere Schicht einfach ab. Und was ihr jetzt macht, ihr nehmt die glatte Seite hier von euren beispielsweise Klopfholz oder was ihr halt habt, legt das drauf, drückt es an und jetzt sieht man schon, das Holz ist bombenfest. Und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist quasi, ihr nehmt euch den Hammer, klopft hier hinten einfach mal auf die Rückseite drauf und jetzt achtet mal hier vorne auf die Fuge.
Tada. Die Fuge ist weg, die Fuge ist verschwunden. Und das macht ihr jetzt einfach, das könnt ihr auch mitten im Raum machen, überhaupt kein Problem. Wichtig ist dann, ihr klopft ja quasi, nehmen wir jetzt mal an, die Fuge wäre jetzt mitten im Raum gewesen, dann klopft ihr euch ja quasi dieses Brett Richtung hierher und dann entsteht natürlich auf der rechten Seite des Brettes oder auf der anderen Seite des Brettes auch wieder eine Fuge. Dann nehmt ihr das Holz und das Klebeband wieder und schiebt dann quasi Brett für Brett immer wieder in die, oder klopft immer wieder in diese Richtung, bis ihr quasi dann keine Fuge mehr in dieser Bahn habt. Also auch das funktioniert wirklich wunderbar in der Mitte des Raumes. Ich habe es auch selber schon ausprobiert, hat bei uns auch eine kleine Fuge mittig gegeben. Genau, und das war es im Endeffekt schon. Jetzt einfach nur noch am besten einmal so seitlich weg, weil nach oben ziehen ist sehr schwer. Dann das Klebeband hier wieder abmachen und wie ihr seht, nichts. Genau, dieser kleine Trick, den wollte ich euch jetzt einfach in diesem Video einmal zeigen. Vielleicht kann es der ein oder andere Häuslebauer, Bauherr, je nachdem, gebrauchen. Oder auch natürlich schon in bestehenden Wohnungen oder Häusern. Das ist ja eigentlich völlig wurscht. Genau, und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.